Die Mama eines türkischen Kollegen kommt momentan nicht zu Besuch, weil sie ihre Fernsehserie nicht verpassen will. Die Türken sind geradezu abhängig von ihren Serien. Speziell eine gibt es da, die jede Woche Einschaltquoten von bis zu 70% hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Und mitten in diesem Wahnsinn spielt eine Deutsche mit. Sie hat die Hauptrolle in dieser Sendung und wird überall, und das meine ich so, erkannt. Dina Speranza berichtet. Sie ist blond, sie ist schön und der neue Fernsehstar in der Türkei. Wenn sie durch die Straßen geht, bleiben die Menschen stehen, starren ihr hinterher oder versuchen irgendwie ein Foto mit ihr zu bekommen. Jeder kennt sie als Caroline. Ein intrigantes Biest, das jede Woche bis zu 25 Millionen Zuschauer anzieht. In Wirklichkeit heißt sie Wilma, ist Deutsche und kommt aus Köln. Vor knapp einem Jahr spielte sie noch für uns in einer Reportage einen Lockvogel. Würden Sie noch mal einen Lockvogel spielen? Vielleicht. Wilma, ihr Aufstieg in die erste Liga der Serienstars. Wir haben sie in der Weltstadt Istanbul besucht und zeigen ihr neues Leben mit viel Arbeit, vielen neuen Vokabeln und ganz vielen Fans. Caroline. Ben seni çok seviyorum. Senin çocuk olsun benim istiyor. Caroline, önce bir evlenelim. Evlenelim önce. Fünfmal die Woche verwandelt sich Wilma in Caroline, in die meistgehasste Frau der Türkei. In der Telenovela Anno 1969 spielt sie eine Holländerin, die sich an einen verheirateten Mann ranmacht und damit ein Familiendrama auslöst. Caroline ist ja die Frau, die das Nest zerstört und deswegen nicht gerade sehr beliebt. Also sie ist ja die Katastrophenfrau sozusagen, die Kütükerin. Und ja, also man hört dann schon häufiger so, ach Caroline, ach was hast du denn schon wieder gemacht? Und ja, also sie ist schon ein Biest. Ein türkischer Filmemacher erzählte ihr von dem Casting in Istanbul. Wilma sprach vor, bekam den Job und zog an den Bosporus. Die Regisseurin der Serie erkannte Wilmas Talent, ahnte aber auch nicht, dass sie so großen Erfolg haben würde. Sie ist unglaublich berühmt im Moment. Und das Seltsame dabei ist, dass die Zuschauer Caroline hassen, aber sie mögen Wilma. Das ist etwas, was es noch nie vorher gegeben hat, solange ich Fernsehserien produziere. Eine Kölnerin macht Karriere in der Türkei. Dass sie kein Wort Türkisch sprach, als sie hier vor 9 Monaten ankam, nahm sie als Herausforderung. Texte lernt sie überall, im Museum, beim Essen, mit Blick auf den Bosporus. In jeder freien Minute braucht sie die neue, schwere Sprache. Im ersten Monat hatte ich eine Privatlehrerin, da haben wir uns dann jeden Tag getroffen, Türkisch gelernt. Und jetzt immer zu jeder neuen Episode hilft sie mir, wenn irgendwelche Wortspiele übersetzt werden müssen, dass ich dann da jemanden an meiner Seite habe. Ich habe niemals zuvor eine solche Disziplin gesehen. Ich verstehe jetzt auch, was man meint mit deutscher Disziplin. Sie lernt extrem schnell und sie lernt so hart, dass sie jetzt schon mit dem türkischen Team reden kann, ohne einen Übersetzer. Sobald Wilma sich in der Öffentlichkeit bewegt, sind sie da, die Fans, und wollen ein Foto mit ihr. Wilma lächelt brav in die Kamera. Schließlich hat sie sich auf diesen Moment vorbereitet, endlich im Rampenlicht zu stehen. Seitdem ich 12 bin, habe ich im Theater gespielt, Schauspielkurse genommen und es ging ja Schritt für Schritt und dann kleine Rollen, etwas größere Rollen, bessere Produktionen, Schritt für Schritt. Und so hat man sich dann so langsam da eingefunden. Ein Schritt in die Richtung war ihr kleiner Auftritt als Lockvogel bei Explosiv. Wilma spielte eine Braut mit sexy Sonderwünschen. Die Hochzeit soll halt im Sommer stattfinden und ich bin jetzt auch schwanger. Ja, ist doch wunderbar. Ja. Aber das und ich wollte fragen, ob wir vielleicht hier so einen Ausschnitt machen könnten, sodass man halt auch den Bauch, weil der wird ja dann sehr groß sein. Klasse. Und ich möchte halt richtig so, dass es weiblich ist. Toll, das ist eine gute Idee. Ja, genau. Würden Sie noch mal einen Lockvogel spielen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Denn nicht nur ihr Status hat sich geändert, auch ihr Auftreten. Vorbei die Zeiten in zerrissenen Jeans und Fransenstiefeln. Jetzt präsentiert Wilma sich schick in Designerklamotten. Schließlich verdient man als Hauptdarsteller einer erfolgreichen türkischen Soap zwischen 5.000 und 35.000 Euro pro Folge. In Deutschland erhalten Soapdarsteller deutlich weniger.
Im Pera Palace, dem ersten Hotel am Platz, zeigt Wilma uns stolz ihr neuestes Projekt. Eine Fotostrecke in der türkischen Vogue. Ja, jetzt haben sie eine Schauspielerin in die Vogue genommen. Ja, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Fast täglich dreht sie bis zu 16 Stunden. Damit sie fit und in Form bleibt, auch für ihre Rolle der Caroline, geht sie regelmäßig trainieren. Also Caroline ist schon sehr eitel. Also sie hat immer ganz tolle Klamotten an, perfekt geschminkt und die Haare immer ganz streng zurück. Wenn man da so lange in so einer Rolle auch drinsteckt, nimmt man sich da so ein bisschen was mit? Ja, jede Rolle beeinflusst einen ein bisschen, aber jetzt nicht direkt. Also Caroline kann ich mittlerweile schon, also kann ich ganz gut trennen. Seit 9 Monaten lebt Wilma jetzt in Istanbul, in der drittgrößten Stadt der Welt mit knapp 14 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich, Berlin hat 3,5 Millionen. Die Metropole am Bosporus ist auch die einzige Stadt der Welt, die auf 2 Kontinenten liegt, mit vielen verschiedenen Einflüssen. Wilma ist fasziniert davon. Ja, Istanbul ist eine sehr, sehr lebendige Stadt. Also hier, die lebt 24 Stunden, der Bosporus gibt eine enorme Energie. Ich hatte das mal gesagt, dass es irgendwie ist, wie in der Natur zu leben und trotzdem mitten in der Stadt. Heimweh ist für die 25-Jährige kein Thema. Sie hat auch gar keine Zeit dazu. Denn neben ihrer Schauspielerei muss sie jetzt auch diverse Verpflichtungen als Promi erfüllen. Heute besucht sie eine Fashion-Show. Die Presse erwartet die Kölnerin schon mit einem Blitzlichtgewitter. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Reimport und Wilma startet auch in Deutschland durch. Die ersten Anzeichen dafür gibt es ja anscheinend schon. Also ich bin in Düren am Bahnhof, also da, wo meine Eltern wohnen, erkannt worden und die fragen, was machst du denn hier? Was macht denn Caroline hier? Oder in Amsterdam, in Wien. Also es gucken sehr, sehr viele Leute auch im Ausland. Wilma ist mit Leib und Seele Schauspielerin. Sobald die Kamera angeht, egal welche, weiß sie sich in Szene zu setzen. Sie war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sagt sie. Und da will sie auch noch eine ganze Weile bleiben.